Ja, Leute, in dieser Episode finden wir raus, wer der krasseste Berliner Designer ist. Ich fühle es auf jeden Fall super hart. Das macht mich auch krank glücklich. Bestimmt hammer ungewohnt für euch, mich mal so zu sehen. Wir haben uns 4 Designer rausgesucht. My name is Sanjeev. Hi, ich bin Rosa von SF1&G. Ich bin Max, 19, aus Berlin. Hi, Führer hier. Zu denen wir jetzt fahren werden, jeder einzeln von uns. Und wir stylen mit den Designern zusammen ein Outfit. Ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Lasst natürlich wie immer, um den Channel zu supporten, ein Abo da, ein Like. Ein Kommentar und nicht vergessen, den ersten Link in der Beschreibung, unser Patreon abchecken. Okay, Freunde, dann wollen wir doch mal direkt reinstarten und uns die jeweiligen Designer zuordnen. Ich bitte einmal bitte die Losfee einmal hinein. So, schnicken, wer zuerst macht, oder? Ja, schnicken, wer zuerst macht. Schnick, schnack. Oh! Hung darf zuerst. Nee, keiner für den. Zeig. Maximilian Hofmann. Uff. Ich denke, dass vielleicht es bei Maximilian Hofmann und bei Yaya etwas schwer werden könnte, weil es einfach noch nicht so viele Pieces von Max gibt. Und zwar denke ich, dass ich als Sieger rausgehen werde, so. Genau, den wolltest du sogar. Sam. Den wolltest du sogar. Also ich denke, Robert wird sein 0815 Outfit haben, cropped und eine weite Hose. Gurey. Gurey. Wir sind alle, glaube ich, auf Hung gespannt, der eigentlich nur schwarz trägt. Also wirklich 80% von dem ganzen Sortiment von Gurey fallen ja einfach schon mal raus, weil Hung keine Farbe trägt. An sich haben wir ja schon recht. Ich meine, ich laufe jetzt nicht wie ein bunter Vogel rum. Ja, und du hast dann natürlich... Aber erst aber zu gehen. Gut, ja. Justin, ein Upgrade. Hi, ich bin Rosa von SF1&G und wir machen handgefertigte Mode aus Berlin. Moin Freunde, wir sind jetzt hier bei uns im Studio. Das ist der liebe Maximilian Hofmann. Hi, ich bin Max, 19, aus Berlin und ich bin der Designer hinter Maximilian Hofmann. So Leute, wir sind hier heute mit Sanjeev. My name is Sanjeev and I do content on YouTube regarding men's fashion and I've got my own label named after myself. So Leute, hier bin ich. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Hi, Gyra hier, ich bin 24 und Designer aus Berlin. Ich bin auf jeden Fall auch schon excited, wir haben da einen Koffer voll mit Fits von ihm. Ich habe schon gesehen, dass die Color Palette heute ein bisschen außerhalb meines Komfortbereichs ist. Also ich habe dich ja vor ein paar Tagen nach Moodboard gefragt, nach deinen eigenen quasi Charaktereigenschaften, Persönlichkeiten. Yeah. So let's just figure out on the bottoms and then we can kind of build around it. So mit einer Hose vielleicht anfangen. By the way, your eyes aren't lying. I'm just wearing Kiss heels. So that's why I'm semi on Robert's height. Wenn du mir irgendwas empfehlen würdest, dann kannst du natürlich auch. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen Raum geben. So, das ist die heutige Auswahl, die ich mitgebracht habe. Das sind 4 Optionen. What I'll do is I'll do 3 outfits. Yeah. You make your choice out of the 3. Eine Hose mit einer Corsage und dann kommt darüber nochmal so ein oversized Hemd. These are the folded waisted pants, which I released. Gott. Great, let's keep it rolling. Get the fuck out. Das da hier finde ich übertrieben krass. Maybe we can put you on. So this is like a kimono that I'm currently working on. So. Ah, ich muss schon mal jetzt schon mal kurz eingreifen. Ja. Die Materialien sehen unglaublich cool aus. Also auch wie sich anfühlen schon. Ja. Also, schmeckt. Dann schlüpfe ich da mal kurz rein, würde ich sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Oder? Passt das? Oder wollt ihr mich nackt sehen? Ja. Schmeckt. Wer will das nicht, ne? Bestimmt hammer ungewohnt für euch, mich mal so zu sehen. Mal nicht in all black. Ist echt ungewohnt, mich in so viel Farbe zu sehen, oder? Also hier wäre so ein klassischer Uniform-Fit, also ein Komplett-Look, der auch komplett aufeinander abgestimmt ist. Wie gesagt, das Outfit war eigentlich von diesen Bösewichten von Naruto eigentlich abgeleitet. Madara Uchiha. Ja. Auch die Silhouette ist schön, man kann natürlich hier noch ein bisschen was verändern. Den hast du doch auch mal, ne? Ne? Das ist meine. Also? Ja, ja. Ich glaube, wir haben es ganz vergessen zu erwähnen, aber ich habe tatsächlich auch diese Pieces hier selber beigesteuert. Und den ja auch. Ich fühle es auf jeden Fall super hart. Das macht mich auch krank glücklich. Das macht mich echt. Ey, also, mich auch. Mich macht das mindestens genauso glücklich. This is, I think, option number 3.
ich so rumlaufe, ich krieg solche Blicke. Ja Leute, hier ist der zweite Look. Bisschen simpler gehalten. Sieht sogar voll breit aus da drin. Wir lieben es einfach, also was soll ich sagen? Wir lieben das einfach, also guckt euch das an, also, wir lieben das. I'm really not mad at that. Yeah, I think it looks cool. So eine Jacke oder was? Ja. Super nice Ding auf jeden Fall. Ich finde sowieso cropped Sachen wissen wir, lieben wir so. Aha. Also Leute, wieder zurück, ne, ins Gewohnte. Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist einer meiner Favoriten, Freunde. Wir haben uns auf jeden Fall schon mal für ein Outfit entschieden. Es ist auch hammercool und ich würde auch wirklich sagen, es ist wirklich so die perfekte Symbiose zwischen ihm und mir. Wir haben jetzt ein paar Outfits gesehen und ja, mal sehen, für was wir uns denn am Ende entscheiden. Okay, so, wir sind fertig, unseren Final Fits und ich würde sagen, wir werden gewinnen. Justin, bin ich gespannt, weil ein bisschen cool wird er mal aussehen. Hier ist der Final Fit und yes, seid gespannt, aber haben wir gut gemacht. So Guys, wir haben uns wieder versammelt, alle haben ihren Fit zusammengestellt. Wir sind alle sehr gespannt und haben natürlich auch einen Gast bzw. eine Jury am Start, den lieben Kurt heute einmal. Schön, dass du da bist. Hi, ich bin Kurt, Modesender und Talent aus dem Ruhrpott. Dann fangen wir an mit dem guten Jaja, der darf starten und let's go. Ich habe schon viele Sachen von Max gesehen, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass Jaja mich heute überraschen wird. Ich glaube, von der Auswahl her haben die meisten, also hat Max am wenigsten noch da und deswegen hat er ein bisschen weniger Auswahl. Ja, auf jeden Fall wird es da ordentlich was zu sehen geben von Jaja, würde ich behaupten. Aha. Schöner, zeitloser Mann. Wo ich darauf hinweisen will, ist, dass dieses Abgesetzte, diese Asymmetrie, dass die eine Seite länger ist als die andere, dass das hinten auch nochmal widerspiegelt, nochmal in der Jacke, dass das nochmal hinten länger ist als das andere, das eine Teil. Dass man das auf jeden Fall sieht, dass wie so ein roter Faden sich das durchzieht. Und ja, langes Hemd drunter gelayert, ihr seht hier selber Jacke drüber. Auch noch hier ein paar Layers. Super nice Ding so. An dem sieht auch alles gut aus, ne? Ja, er ist auch echt recht. Bei Jaja ist immer das Ding, ist ein bisschen unfair, dass er halt irgendwie alles tragen kann. Jaja, ich meine, er ist ja nicht umsonst Model. Er ist ja nicht umsonst gefühlt jetzt in halb Berlin vertreten. Ich feier das. Also die Hose auch sick und einzeln mit den Taschen. Ich find's zeitlos. Right, ey, guter Fit, ja, okay, auf jeden Fall. Next, ne? Ey, Justin hat wirklich hier mit Abstand die größte Auswahl an Sachen, weil Rosa von SF1 OG hatte gerade erst eine Show. Rosa hat gerade noch einen Runway gemacht mit, keine Ahnung, was weiß ich, wie vielen Looks und wie vielen Pieces. Deswegen hat er auf jeden Fall so gesehen die besten Chancen. Ja, ich würde sagen mit die besten, weil Rosa hat halt, haben die anderen auch schon gesagt, wahrscheinlich die meisten Sachen. Ich denke mal, er wird eigentlich mal gut aussehen in seinem Leben. Aha. Oho. Mhm. Auf zwei Taschen statt eine. Mhm. Okay. Sieht ja gut aus. Stark auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall erstmal nice, dass du Accessories hast. Ich finde es auch nice, dass du keinen Runway-Look genommen hast, weil es war ja gerade vor kurzem die Show und du hast das nicht einfach 1:1 so kopiert, was es da gab, weil da waren crazy Fits so. Die Show war, wie gesagt, vor kurzem. Ich finde es, wie ich schon gesagt habe, krass, dass du was anderes gemacht hast. Etwas, was ich persönlich nicht erwartet habe. Den Mantel finde ich auch sehr, sehr hart, sehr, sehr hart. In Kombination mit der Lederjacke. Würde ich persönlich nicht so machen, aber so in Kombination mit den Schleppnähten, krasses Detail. Okay, wer macht das nächstes? Also ich denke tatsächlich, dass Robert so ähnlich kommt, wie er sonst immer angedressed ist, weil er auch schon sehr viele Sachen von Sandsch hat. Ja, Robert bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das Ding ist bei Sandsch, ich weiß ja nicht, ob er noch irgendwelche Samples versteckt hat, sonst kennt man eigentlich so gut wie alles, würde ich jetzt behaupten. Auf jeden Fall was Nices kommen, weil Sandsch macht einfach super nice Sachen, das ist gar keine Frage. Bin mir ziemlich sicher, dass er mit dem Mantel kommt. Der lässt uns aber auch warten hier. Aha. Ey. Okay. Ja, ich lieb's. Ja. Also nice. Ich bin herbe zufrieden mit diesem Outfit, ne? Ich find's unglaublich nice. Ohne den Mantel ist es fast sogar noch krasser. Sanjeev hat mich halt auch mit ein paar Samples ausgestattet. Und einfach, das wird von seinen nächsten Kollektionen sein, ein Kimono. Finde ich unglaublich nice. Ist auch was ich normalerweise jetzt nicht unbedingt gekauft hätte oder getragen hätte so. Aber da, als ich es dann angezogen habe, dachte ich mir so, boah, passt einfach perfekt, ist echt crazy so. Und ich feiere den Look extrem. Wir haben halt an einer Seite das halt reingesteckt, damit man halt hier noch den Fold sieht. Ja. Und halt den Scarf. Und an der anderen Seite halt, dass es so rausgeht. Und ich finde, das funktioniert auch einfach richtig gut mit dem Hemd. Es hat so einen richtig geilen California Sonne scheint, Vibe gehabt, so du kommst rein,
bist erfrischt, du hast einen guten Duft drauf, so einfach nice. Also war wirklich, war sehr, sehr geil. Als ich das angezogen habe, habe ich mich komplett gefühlt so. Ich muss auf jeden Fall sagen, das Outfit ist recht laut, in dem Sinne, dass es ja, gute Laune macht. Mantel, Sack. Ob ich das so tragen würde, ist eine andere Sache, aber so in der Kombination mit den Farben passt genau zum Mantel sehr stark. Ich bin sehr gespannt auf Hung, weil ich hoffe, vielleicht ist vielleicht ein bisschen Farbe mit drin ist. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Hung jemals Farbe tragen wird. Hello. Hello, hello, hello. Aha. Here I am. Alter. Ohne Farbe. Wir haben uns wirklich da rangesessen, ordentlich. Er meinte zu mir erstmal, jo, mach mir mal ein Moodboard fertig. Da habe ich ihm erst noch ein paar eins geschickt und so weiter und so fort. Dann hat er versucht, dass es halt Hung und Gyurai ist und nicht nur Gyurai oder nur Hung. Und ich finde, ich muss halt ehrlich sagen, es ist ganz gut gelungen. Der untere Teil ist wirklich Hung Hung. Ja. Und oben ist Gyurai. Ich finde wirklich, das ist einfach eine perfekte Symbiose geworden. Die Hose ist geisteskrank, Bro. Ja. Yeah. Die ist wild. Die passt auch perfekt zu dir. Das ist richtig wild. Stark. Sag mal, lecker. Oh. Das Outfit von Hung fand ich super interessant. Also, er ist reingekommen und ich war auf jeden Fall geflasht. Ich muss sagen, Hung hat mich jetzt nicht komplett überrascht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie es vielleicht mal ein bisschen auf die Spitze treiben, dass Hung mal Farbe trägt. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr Farbe gewünscht, aber nichtsdestotrotz war sehr, sehr nice Fit. Passt gut zu Hung. Cool. Hör, he's speechless. Ah, it's good sign, good sign. Krank, wirklich krank. Also, Outfit auch mega krass. Wirklich, du kommst rein, du strahlst Präsenz aus. Starkes Outfit, starkes Outfit. Ja, der arme Kurt muss sich jetzt tatsächlich hier für jemanden entscheiden. Ich glaube, das wird unglaublich hart, weil ich muss wirklich sagen, hier hat wirklich jeder abgeliefert. Jeder hat einen geilen Fit. Props an die ganzen Designer, Props auch an uns. Kurt wird jetzt dieser sehr schwierigen Entscheidung überlassen, aber wir geben ihm natürlich noch ein bisschen Bedenkzeit und sehen uns gleich wieder. Hallo, schönen guten Tag. Ich habe einmal eine Lieferung, den feinsten Content YouTube Deutschlands. Genau, bitte genießen Sie einfach und bedanke mich herzlich bei Ihnen. Ich wäre natürlich freuen, wenn Sie mir einen kleinen Trinker geben würden. Und mach doch nicht so, ja. Mit dem Geld muss ich Miete zahlen, Mann. Ich bin schon broke. Du bist meine einzige Hoffnung. Ja, was soll das, Mann? Ja, also ich hatte auf jeden Fall ein bisschen Zeit, über die ganzen Fits nachzudenken. Sehr hart, wirklich sehr hart. Wirklich. Von Fit zu Fit, komplett anderes Vibe. Anderer Vibe von Silhouette, von Farben, von Mood. Komplett anders. Du machst auch so Spaß. Ja, ich glaube, er hat sich noch gar nicht entschieden. Nee. Doch, doch, ich glaube, ich. Oh, nee, warte mal. Ja, gehört die Seite. Nee, also ich nehme das Outfit von Rosa. Was sagst du? Ich habe vorher gesagt. Ich war da, ich war bei Rosa, ich habe den Fit gesehen. Du warst auch da und ich habe direkt in die Gruppe geschrieben, dass alle verliehen werden. Nichtsdestotrotz waren das halt alles heute super dolle Fits. Justin hatte das beste Fit heute, auch meiner Meinung nach. Deswegen hat er auf jeden Fall verdient gewonnen, würde ich sagen, an der Stelle. Aber ich gewinne das nächste Mal. Das ist mir egal, wer gewinnt. Ach so, ja, nicht. Er quatscht mir so viel. Ey, wie gesagt, heute hätte jeder gewinnen können. Justin hatte ein super nices Outfit. Für mich war es der Vibe, auch mit den Taschen. So, diese Dieter einfach mit den Taschen, das war so für mich so der... Ja, der letzte Entschluss, der letzte Stoß, wo ich sage, okay, er gewinnt. Kurt hat so gecapped, ich weiß nicht, was es sein soll. Ja, Leute, also ich finde, das war eine krasse Episode, krasse Designer. Props gehen an der Stelle nochmal raus und jeder hat hier auf jeden Fall abgeliefert. Falls euch diese Episode gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Checkt auch unseren Patreon ab, das ist ganz wichtig, damit dieser Channel hier existieren kann. Und ja, sag mal, wer hier hätte gewinnen sollen, oder? Weil es war ja schon sehr close. In den Kommentaren schreibt es mal rein. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder, Leute. Haut rein. Ciao.